und Masters of the Universe. Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft! Cringer wurde zur mächtigen Battlecat und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Du verbringst viel Zeit, damit den Palast zu beobachten, Skeletor. Wenn ich meine Feinde kennen will, Dummkopf, muss ich sie studieren. Was ist los? Irgendeine Störung. Es muss noch ein Zauberer in der Nähe sein. Oberzeug! Angriff! Du dringst hier so ein? Wir wollen, wirst du noch früh genug erfahren. Ich will's jetzt wissen. Manti, du hattest immer eine Vorliebe für ungewöhnliche Auftritte. Ja, Skeletor, es ist nett, dich wiederzusehen, alter Freund. Wie lang ist es her? Seit wir den guten König Archibald vertrieben haben. Ja, richtig. Nur schade, dass du nicht das gleiche Glück bei He-Man hast. He-Man hat einfach Glück. Eines Tages werde ich ihn und seine Freunde im Palast zerstören. Vielleicht kann ich helfen. Was, du? Mit diesen Komikern, die du da mitgebracht hast? Komiker, den Barbaren und den Piraten fand ich auf der antiken Erde. Aber sie sind nur zwei Mitglieder meiner ganz besonderen Armee, die ich mir an den Enden der Welt zusammengesucht habe. Und du sagst, sie sind was Besonderes? Zu irgendeiner Zeit war jeder von ihnen der Mächtigste und in einigen Fällen der Böseste im ganzen Universum. Wirklich? Ich bin nämlich sehr wählerisch. Sicher. Aber kann deine Armee von Veteranen es mit meinen mächtigen Dienern aufnehmen? Da ist Evelyn, Meisterin der Magie. Sie ist ja ganz ansprechend, aber meinst du nicht, sie wirkt etwas winzig neben Blackbeard? Ein erfahrener Seemann, sicher. Aber ich habe Clawful, meine rechte Hand. Der Wüstling ist nichts gegen den mächtigen Hannibal, der im Zweiten Punischen Krieg die Erdlinge verblüffte, als er einen der höchsten Berge mit ein paar Pacadori erstieg. Das sind Elefanten in der alten Erdsprache. Glaubst du, ich weiß das nicht? Da gibt es noch die Weltraumgangster. Oro, der Verräter des Orion, und Ringus, der Saturn für alle Zeiten versklavte. Hey, selbst Cygnus, der rote Dämon des Mars. Hat alles klein gekriegt. Sehr interessant. Aber sag mal, warum bist du hier? Ich habe Geschichten gehört. Legenden über diesen He-Man. Man sagt, er sei stärker als alle lebenden Sterblichen. Ha! Erzähl mir nicht, du willst ihn für deine Armee. Genau das. Er wird dir widerstehen. Er ist nicht wie die anderen. Mach dir da keine Sorgen. Glaub mir, ich hab so meine Mittel. Er wird tun, was ich will. Dann nimm ihn nur. Du tust mir damit einen Gefallen. Nicht so schnell. Erst muss er getestet werden.
Wenn er besteht, schließt er sich meiner Spezialarmee an und wird dich nie mehr stören. He-Man wird jeden Test bestehen. Wir werden sehen. Nach Nenet Arms langem Gerede über Meteore bin ich hungrig genug, einen zu verschlingen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Das reicht, ihr beiden. Ich glaube nicht, dass Meteore zu meiner Diät gehören. Wie du willst, Dina. Hallo, wer bist du? Ich heiße Manti. Ich komme, um He-Man um Hilfe zu bitten. Ein Riese zerstört unser Dorf und unsere Felder in Polonia. Ein Riese? In dieser Gegend gab es niemals Riesen. Ich versuche, He-Man zu benachrichtigen. Oh, bitte, Ball. Er wird sich gleich aufmachen. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Schau, wer da kommt! He-Man! Ich höre, ein Riese läuft amok? In der Tat! Wir brauchen dringend deine Hilfe! Also gut, Orko, auf geht's! Ich? Riesen gekämpft? Je größer sie sind, desto tiefer fallen sie. Nun, da du fortgehst, He-Man, bleibe ich lieber hier und bewache den Palast. Gute Idee, Teela. Er könnte hier auftauchen. Und ich habe gehört, Riesen sind ziemlich gefährlich. Tja, wenn er hier auftaucht, wird er es bereuen. Mantik hat also einen Waldbrand gelegt. He-Man soll es als Test löschen. Ich rieche Rauch. Ah, der Wald brennt. Was machen wir denn da, He-Man? Er weiß, was zu tun ist. Er weiß immer, was zu tun ist. Komisch, dass du He-Man anfeuerst. Dummkopf. Wenn er den Test besteht, nimmt Mantik ihn mit sich und wir sind ihn los, und zwar für immer. Wir landen da drüben. Was machen wir? Wir leiten den Fluss aufs Feuer. Das ist ein toller Trick. Und nun muss der Fluss wieder in sein natürliches Bett. Das war sehr mutig von dir, He-Man. Ah, mutig, Tempel? Das war gar nichts für He-Man. Und er hat den ersten Test bestanden. Und er wird die anderen auch bestehen. Mantik muss ihn einfach in seine Armee übernehmen. Es ist ziemlich kalt für die Riesenjagd. Oh, ich glaube, wir werden verfolgt. Eiskugel! Wir müssen eine Falle der Eistrolle ausgelöst haben. Haltet euch fest! Und sie kommen näher. Wir haben eine Chance, wenn wir den Eingang von Needle Mountain erreichen, ehe die Eiskugeln uns treffen. Orko, übernimm das Steuer. Ich breche etwas vom Gletscher ab, um den Eingang zu blockieren. Selbst die Waffen der Eistrolle können He-Man nichts anhaben. Mantik muss einfach beeindruckt sein. Das war bemerkenswert, He-Man. Kennst du einen Ausweg von hier? Kein Problem. Dieser Berg heißt Needle Mountain, weil ein Loch hindurchgeht. Wie ein Nadelöhr. Ich verstehe.
Wenn ich das Zeichen gebe, fliegst du den Wind Raider aus der Höhle. Sei vorsichtig, He-Man! Okay, Alko! Jetzt! Meine Güte, war das eindrucksvoll! Eindrucksvoll? Einfallspinsel, das war spektakulär! Deine Armee ist gar nichts gegen He-Man! Und du bist alles ohne ihn! Du hast recht! Wenn man Teak He-Man mitnimmt, fällt mir Eternia in den Schoß! Ich sehe den Riesen nirgendwo. Vielleicht ist er zurück auf sein Schloss. Sei leise, falls er schläft. Dann erwartet ihn ein rüdes Erwachen. Komm, Orko. Jetzt will ich mal sehen, ob Skeletor meine kleine Show gefällt. Ich habe lange auf diesen Augenblick gewartet, in dem ich He-Man los bin. Glaubst du, wir finden so was Großes wie einen Riesen? Mir ist irgendetwas komisch. Ich verstehe dich. Er ist genau so, wie du sagtest. He-Man ist mehr. Er ist ein passender General für deine Armee der Zerstörung. Ja, wenn He-Man gedrillt ist, wird er perfekt sein. He-Man dürfte schwer zu drillen sein. Ich hab noch alle geschafft. Weißt du, ich glaube, er ist kein Riese. Sieht aus, als ob du recht hast. Was wir wohl stattdessen finden. Ihr findet mich, Blackbeard, den Piraten, und mich, Hannibal, den mächtigen Krieger. Was wollt ihr? Es geht nicht darum, was wir wollen, Sailor, sondern was Mr. Mantique will. Bewegen wir uns. Das ist eine gute Idee. Komm, Orko, wir spielen mal mit, bis wir rauskriegen, was los ist. Nein, das ist der richtige Weg. Über die Planke. Was will denn Mantique von mir? Er will dich zu einem seiner Soldaten drillen. Soldaten? Die er schon gedrillt hat, sind sicher unter der Kuppel. Bis Mantique sie gehen lässt oder die Kuppel zerstört wird. Wir werden ihm helfen, das Universum zu erobern. Wie du willst, He-Man. Jetzt geh über die Planke. Mantique möchte, dass du sicher in der Grube bist, bis sein Drill beginnt. Schade, dass hier kein Swimmingpool ist. He-Man flieht! Tut mir leid, meine Herren, der Drill fällt aus. Komm, Orko, wir müssen die Kuppel zerstören. Siehst du, Mantique? He-Man lässt sich so leicht nicht einfangen. Er ist überragend. Ich muss sie wohl eigenhändig einfangen. Mantique! Wohin des Weges? He-Man! Das ist wohl eine Schiebetür. Zurück zu Blackbeards Grube. Ich muss hier raus, ehe Mantique mich zu einer seiner Marionetten macht. Ahoi, Matt! Du kannst das Schwert ruhig weglegen. Die Wände sind aus magischem Granit. Ich kann dir nur flüstern, He-Man. Du kannst sie zerhacken, wie du willst. Es erscheint immer wieder ein neuer Fels. Umso besser. Ich habe hoffentlich Zeit, um genug Schotter zu machen.
hoffe, das ist hoch genug, damit ich den Rand des Lochs erreiche. Oh, Himmel! Oh, oh, noch mehr Ärger! Feuer frei! Eine volle Breitseite! Hey, ich bin frei! Danke, Mantik! Ich werde ihn fangen! Passt auf! Wir sind gefangen. Das reicht. Nicht sehr lange. Jetzt muss ich mich um die Kuppel kümmern. Jetzt, los! Vorwärts, Hank! Stoß es um! Die Siegestrompete des Elefanten, sie werden bald hier sein. Falsch, Orko. Sie sind schon da. Mal sehen, ob ich den Elefanten beschäftigen kann. Über den Baum da komme ich vielleicht auf das Dach des Schlosses. Ich kann ihn gar nicht sehen. Die Blätter sind zu dicht. Vielleicht lässt er sich betören, wie eine Schlange. Er ist wohl unmusikalisch. Wer klopft da? Der Elefant verschafft sich nur etwas Bewegung. Bleib hier, Orko. Mal sehen, ob ich ihn fortführen kann, ehe er Kopfschmerzen bekommt. Geschafft. Jetzt aufs Dach klettern. Was ist hier eigentlich los? Hey, Mann. Ich fühle mich wie eine Fliege an der Wand. Schnapp ihn, ihr Dummköpfe! Da kommt die Fliegenklatsche. Du bist ja eine richtige Landplage, Kleiner. Gut, dass Simon fast oben ist. Ich weiß nicht, wie lange ich noch tanzen kann. Haltet ihn! Er will meine Soldaten befreien! So wie ich He-Man kenne, sind das die Reste der Kuppel. Mantik kontrolliert jetzt niemanden mehr. Am Verlust meiner Armee bist nur du schuld. Deine Idee, He-Man zu fangen, war von Anfang an Unsinn. Hättest du ihn nicht unbedingt loswerden wollen? Skeletor! Ahoi, He-Man! Komm runter! Hank wird dich sicher zur Erde tragen, He-Man! Sachte. Danke. Das Runterklettern fällt mir immer schwer. Danke, He-Man. Hannibal und ich und alle anderen, wir stehen in deiner Schuld. Und jetzt treten wir unsere wohlverdiente Ruhe an. Apropos Ruhe, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht mit dem Riesen kämpfen. Ich bin zu müde. Ich weiß nicht. Nach dem, was wir gerade hinter uns haben, ist ein Kampf mit dem Riesen sehr erfrischend. Ja, vielleicht. Wollen wir einen suchen? Nein, schon gut.
Ich will Man-at-Arms Geschichtsstunde nicht verpassen. Jetzt, wo ich Hannibal und Blackbeard kennengelernt habe, möchte ich mehr über sie wissen. Wenn ich doch nur ihr Autogramm gekriegt hätte. Orko hatte heute eine interessante Geschichtsstunde. Natürlich ist die Chance, eine der berühmten Personen, die vor langer Zeit lebten, kennenzulernen, sehr gering. Aber bedenkt, dass sie wie ihr aus Fleisch und Blut waren. Zum größten Teil haben die Leute aus dem Geschichtsbuch ein ziemlich aufregendes Leben gehabt. Und deshalb ist für mich das Geschichtsbuch wie, ja, wie ein großes Abenteuerbuch. Und das Beste ist, dass alles wirklich geschah. Also, bis bald.